Hallo, ja, das geht. Hallo Das Johannes. wird ganz wunderbar. Warte, ich mache mal noch ein bisschen die Kamera runter hier. So. So. Hallo zum Dividendendienstag. Mensch, guck mal, 9 Leute sind schon Ja, da. Ist ja sind schon 9 Leute pünktlich am Start. Ich habe auch extra einen Countdown gemacht, dass da niemand den Dividendendienstag verpasst. Und sehr gut, ich habe es gesehen. du hast es ja schon angeteasert. Um was soll es heute gehen? Du hast es auch angeteasert. Ja. Wir gehen back to the roots. Wir wollen einfach mal wieder über Dividenden Genau. sprechen, weil wir die letzten Male ja über unsere beiden Businesses gesprochen haben. Genau. Du mit deinem Verkauf und ich mit meinem Freelancing. Genau. Das war auch sehr interessant, aber genauso interessant sind natürlich die Dividenden, die in der letzten Zeit Ja. ankommen, alle, weil es ist ja Dividendensaison, ne? Ja, also man sieht es nicht nur am Wetter, der Frühling kommt, langsam kommt dann so auch der Sommer und das heißt dann auch für die meisten Schweizer und deutschen Unternehmen dann Dividenden. Das ist ja so üblicherweise April, Mai und Juni kann man ja so sagen. Diese 3 Monate sind wirklich die Dividendensaison, besonders bei den Unternehmen, die halt jährlich zahlen. Ja? Wenn wir nur in US-Aktien investieren würden, wäre es nicht so relevant, weil die sowieso quartalsweise oder sogar monatlich zahlen. Aber ich zu meinem Teil habe rund 40% meines Depots in Schweizer Unternehmen und da ist halt wirklich April und Mai, ja. Wirklich, ja, das sind so die Dividendenmonate. Ein bestes Beispiel, heute, ich war ja letzte Woche bei der Swiss Re Generalversammlung und heute ist Dividende eingetrudelt von rund 150 Franken netto. Und das macht natürlich auch ganz Spaß, wenn man so die Woche nach Ostern starten kann mit 150 Franken an Dividenden netto, ja. Ja, du hast es natürlich gut dann, wenn du so viel auch im europäischen Markt investiert bist. Bei mir sieht es eher anders aus, aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt und es ist wieder ein Rekordjahr. Also es werden wieder so viele Dividenden ausgeschüttet wie noch nie. Also noch ein Grund für alle mal zu überlegen, ob sie vielleicht in Dividenden investieren wollen. Einfach mal so jedes Jahr so eine Gehaltserhöhung von mehreren Prozent. Es sind 38 Milliarden Euro, die 30 DAX-Unternehmen Krass. an die Aktionäre ausschütten werden. Und das ist 1 Milliarde mehr als im vergangenen Jahr. Und wenn man die 160, ja, eine ganze Milliarde. Also Krass. davon kann man schon echt was Nices dann unternehmen. Und die 160 Unternehmen, die in den verschiedenen DAX, wie sagt man, Indizes sind, also MDAX, TecDAX, SDAX und inklusive DAX, das sind 160. Und die schütten eine Gesamtsumme von 52 Milliarden Euro aus. Vielleicht auch Und noch ganz interessant, ich weiß jetzt zum Beispiel vom SMI, dass er dieses Jahr kurzzeitig mal ein Allzeithoch erreicht hat. Das war, glaube ich, vor ein paar Wochen und das sagt ja auch schon mal wieder was aus. Das ist ein Allzeithoch, ja, nicht nur ein jährliches, sondern wirklich ein Allzeithoch. Ist mittlerweile wieder ein bisschen nach unten gegangen, aber trotzdem durchaus interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Für die Leute, die nicht wissen, was der SMI ist, das ist im Prinzip der Swiss Market Index, glaube ich, ist die Abkürzung. Also ist im Prinzip einfach die, glaube ich, 20 oder 25, nee, ich glaube, 20 größten Schweizer Unternehmen, die halt an der Börse, ja, gelistet sind. Boah, da sind Schweizer jetzt, Dax genau, sozusagen. Schweizer, genau, darum auch SMI. Boah, da sind ja richtig viele Leute gejoint. Hallo Angelo, dich sehe ich ja beim Community-Treffen. Hallo Michael und hallo Pat. Coole Sache. Die freuen sich alle mit uns mit den Dividenden, die Ja, eingetrudelt ich sind. würd auch sagen, das ist so wirklich die Dividendensaison, da kassiert halt wirklich jeder halt ab, der halt irgendwie Unternehmen beim DAX hat, beim SMI hat und so weiter und da auch größer investiert ist, weil für mich ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, eben du hast gesagt, du hast mehr US-Unternehmer, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt schon im April über 550 Franken an Dividenden bekommen habe und der April ist noch Ja, nicht das ist fertig. heftig. Und im Mai wird es nochmal ähnlich aussehen. Also diese 2 Monate zusammen, bei mir April, Mai, weil das halt so die Schweizer Monate sind, ergeben für mich wahrscheinlich rund 1200 Schweizer Franken netto an Dividenden ein. Und da ist auch noch nicht mal Mist. berücksichtigt die Steuern, die ich da auch zurückfordern kann, ein Teil. Das heißt, also es ist wirklich ultra krass für mich, der April und Mai. Und das wächst stetig. Wie ist denn das so bei dir? Du meintest ja, du hast da eher weniger DAX-Unternehmen. Ich habe es gerade mal aufgerufen. Ich habe gar kein DAX-Unternehmen, glaube ich. Also vielleicht ist eins in diesem Global Select Dividend 100 ETF, den ich habe.
Das kann Vermutlich. sein, aber ansonsten habe ich eigentlich nur US-Aktien und da sieht es auch bei mir in diesem Monat nicht schlecht aus. Also ich kann mich auch nicht beschweren. Ich habe Dividenden bekommen von Viacom, Coca-Cola, Altria warte ich noch, Ja, weil da die waren kommt's im auch letzten noch, Jahr. ja. Ja, ne, die kommen dieses Jahr irgendwie verspätet, sonst immer am 10.4. habe ich gesehen, aber jetzt dieses Jahr ist für den 30.4. angekündigt, die Ausschüttung. Und CoreCivic, EPR Properties, habe ich alles schon in Dividenden bekommen und der iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF, alle haben sie ausgeschüttet und ich komme leider nicht auf diese 500 oder über 1000 Franken so insgesamt oder Das kommt Euro, noch, so das wie kommt du. noch. Ich komme diesen Monat auf 38, Ja, ist ja, auch nicht schlecht. 38 Euro. Also jetzt Also. als Vergleich, ich habe hier das Dashboard gerade bei mir. Ich habe im ersten Jahr, also 2015, April 88 bekommen, ja, 88,70 Franken. Und Ja, mittlerweile das ist ja jetzt auch nicht so viel. 2019 sind es 554 und 13 Rappen. Aber es kommen ja noch ein Ja, paar nicht so Unternehmen gut dazu. entspannt. Der Angelo Ramos hat das schön beschrieben. Er bekommt Dividende von Activision Blizzard. Auch da bekomme ich Dividende dieses Jahr noch und die sollte im April ausgezahlt werden. Da warte ich auch noch. Da haben wir jetzt ja noch eine ganze Woche beziehungsweise bis Anfang nächste Woche Zeit und da wird noch einiges reintrudeln. Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass das rund 600 werden. Jetzt noch für den April insgesamt. Ja. Hoch die Hände, Ich Dividende. Ja, ich kenne das Sprichwort auch habe irgendwie. schon die Hände hochgemacht. Achso. Hoch die Hände, Dividenden, Leute. Ja. Das ist gut. Ja, Ja. das ist wirklich Das gut. sind die richtigen Vibes, liebe Leute. Jo. Also, Ich habe man auch sieht. geschaut hier irgendwie, es gibt weiß ich nicht, Regel, Sell in May and go away. Das ist jetzt wieder sowas, was in den Schlagzeilen, also nicht Schlagzeilen, sondern in den Medien auch Immer so wieder. rumgeht. Ist die Jedes Frage, soll Jahr. man das denn machen? Also, was machst du, Sparkojote? Ich halte meine Aktienkauf allenfalls nach, ja, wenn es passt. Und ich habe jetzt auch gerade erst kürzlich Main Street Capital, eine Business Development Company, nachgekauft. Und erst kürzlich, und dann muss ich auch nochmal ein Disclaimer sagen, das ist wirklich, da habe ich mir das Unternehmen nicht angeschaut. Da habe ich einfach 20 Aktien gekauft vom Unternehmen Kalida AG, das kennen vielleicht einige. Und dort bekommt man eine Sachdividende, ja, einen Pyjama. Und ich habe wirklich, ich habe mir das Unternehmen nicht angeschaut. Ich habe mir einfach gesagt, hey, ich kaufe diese 20 Aktien, damit ich dann nächstes Jahr einen Pyjama bekomme und schaue, wie funktioniert dieser Prozess mit der Sachdividende. Also für mich ist das jetzt zum Beispiel eher so ein Learning by Doing. Und ich sehe jetzt diese 600 Franken, die ich da investiert habe, nicht als normales Investment. Dann natürlich ist es in meinem Aktiendepot, aber das ist, sag ich jetzt mal, eine speziellere Sache, weil ich einfach sehen möchte, wie funktioniert das mit Sachdividenden, weil Ja. man kennt es vielleicht auch von Lindt, ja, die Aktie, Lindt und Sprüngli, die kostet ja das Stück irgendwie 80.000 oder so und da bekommt man ja auch einen Schokoladenkoffer mit irgendwie x Kilogramm Schokolade als Sachdividende, aber die ist natürlich ein bisschen teuer und da müsste ich dann mein ganzes Depot theoretisch auflösen, dass ich mir eine Aktie leisten Okay. kann. Nee. Genau. Um da einfach mal auszuprobieren, wie sowas funktioniert, eine Sachdividende würde ich auch nicht mein Portfolio auflösen. Genau, ja, und darum hat sich das Und dann angeboten mit ins der Kalida Studium. und dem Pyjama und ist, sage ich jetzt mal, relativ günstig, um den ganzen Prozess mal zu sehen. Da kann ich da auch mal ein Video drüber machen und schauen, hey, wie funktioniert das Absolut. überhaupt? Und da lernt man dann halt auch bei diesem ganzen Prozess etwas und dann ist eigentlich diese 600, ja, Franken in dem Sinn nicht viel, auch wenn es verloren geht, ja. Das ist ja dann Learning, das man macht. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass dieses Unternehmen irgendwie in die nächste Zeit pleite geht und wenn ja, dann Pech gehabt, dann bekomme ich auch keinen Pyjama und keine Sachdividende. Ich glaube nicht, dass es pleite gehen wird. Ich glaube, du wirst uns berichten, wie du deinen Pyjama geliefert bekommst. Ich hoffe es doch. Du Irgendwie warst hängt auch der neulich Thomas bei bei. bei der Generalversammlung, heißt das in der Schweiz, ne? Ja. Die Hauptversammlung. Erzähl doch mal davon. War das ein Dividendentitel? Das war doch ein Dividendentitel, Ja, ne? das war Swiss Re, da habe ich heute die Dividende Ja. bekommen und kannst du mir kurz sagen, also mein Bild hängt, glaube ich, aber die Stimme nicht, oder? Ja, also es lädt gerade bei dir. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch hier Ich kam, glaube schon. Kommentar. Ne? Ich Aber hört man Sparkojote mich? nicht mehr. Man Hört hört man? dich, ja, auf jeden Okay, Fall. Ich das rede ist mit das dir. Ich Wichtigste. rede mit dir. Also, ich glaube, ich habe irgendein Problem. Vielleicht habe ich Instagram nicht geupdatet. Das wäre mal wieder was. Da habe ich jetzt gerade nicht Ich geschaut habe im Stress. Instagram auch nicht Aber, geupdatet. Also, wenn man mich hört, ist alles gut. Tut mir leid, Thomas. Ich hoffe, dass ich das dann auch aufnehmen kann. Wir haben jetzt hier noch von Fabian noch kurz die Frage, bevor wir dann zur Generalversammlung gehen.
Dividendenstrategie funktioniert mit Buy and Hold, aber es gibt da doch noch den Ansatz, stets termingerecht Aktienshopping zu betreiben. Gibt es eigentlich Erhebungen, ob sich das überhaupt rechnet? Also ich sage es jetzt, also was heißt termingerecht? Market Timing, das rechnet sich, glaube ich, grundsätzlich nicht. Ich kaufe regelmäßig monatlich nach und ja, that's it. Ich sehe den Sparkojoten nicht mehr, schlechte Internetverbindung. Ja, tut mir leid, hoffentlich hört man mich einfach noch. Das ist ja das Wichtigste. Ja, man hört dich noch. Tut mir jetzt gerade echt leid, ich weiß nicht, was da los ist. Und abbrechen möchte ich jetzt den Livestream nicht, weil es gerade so gut läuft. So, jetzt zur Generalversammlung. Ja, du hast es schon angesprochen, bei uns in der Schweiz heißt das Generalversammlung und das ist bei euch die Hauptversammlung. Ja, also das ist ein Synonym. Einfach wir Schweizer haben halt so einen Sonderbegriff und der nennt sich dann auch GV, ja, als Abkürzung und hat nichts zu tun mit Geschlechtsverkehr, heißt einfach GV in der Abkürzung. Und ja, ich war bei der Swiss Re. Und das war sehr eindrücklich. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Swiss Re das eher gehobener macht, ja, als wirklich Event aufgleist. Da war dann auch Samsung eingeladen mit ihren Smart Homes und das haben sie das vorgeführt, ja, 2 Stunden bevor halt die Generalversammlung beginnt. Siehst du halt Smart Home, wie wird man in Zukunft leben? Smart Kühlschrank und alles, was es sonst nicht so alles gibt. Oder da gab es auch einen Raum, ja. Der hat dann gemerkt, dass eine Person im Raum ist und automatisch den Herzschlag irgendwie erkannt. Also der Raum selber, ja, hat das erkannt und hat dann gewusst, wo die Person steht und so weiter. Es war wirklich ganz, ganz crazy. Und an sich, die Generalversammlung, kann man sagen, ist relativ trocken, ja. Da geht es wirklich nur um die Fakten, Dividende, wie viel wird ausgeschüttet. Dann kannst du abstimmen, bist du einverstanden, dass so und so viel Dividende ausgeschüttet wird? Bist du einverstanden, dass... Hast du immer gesagt, nein, 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 höher, ja, höher, höher. Also als kleiner Investor kannst du irgendwas machen, ist eh egal. Mit meinen 40 Stimmrechten, was will ich da machen gegen irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Stimmrechte, bringt dir eh nichts. Aber es ist doch ein sehr cooles Erlebnis. Es ist völlig kostenlos, man kommt mit einer Aktie rein. Ich habe sogar einen Kumpel von mir reingeschleust als Gast. Er ist kein Investor, kann man hingehen und sagen, hey, ich bin Investor, ich habe da einen Gast, bekomme ich da eine Gastkarte, hat super funktioniert. Und es gibt kostenlos Essen, richtig krasse Qualität. Also ich war geflasht vom Essen, ja, was es dort alles gegeben hat. Also so Desserts und solche Snacks und so weiter, richtig geil, frisch, warm sogar noch. Mhm. Und dann nach der Generalversammlung war dann ein sogenanntes Apero irgendwas, Apro. Also es hieß irgendwie speziell und ich muss das dann auch googeln, aber das, ja genau, ja, Apero, Apre, irgendwas, aber das, die genaue Bedeutung ist war danach. Ja, nee, aber die genaue Bedeutung war dann tatsächlich vollständiges Abendessen und es war wirklich ein krasses Abendessen, ja, was man sich gönnen konnte, ja, als Aktionär und es war völlig kostenlos natürlich und an sich empfehle ich es jedem einfach mal, mindestens eine Generalversammlung im Leben besucht zu haben, um zu sehen, wie läuft so eine Sache. Und ich muss persönlich zugeben, die Swiss Re Generalversammlung, ich habe nächstes Jahr schon definitiv, werde ich mir einen Slot freihalten und dort einfach nur schon wegen dem Essen hingehen und wegen dem Event an sich. Ja, weil ja, es halt eben, wirklich, das ist ja nochmal so eine Dividende für sich eigentlich. So, ja, genau, es ist dann wirklich eine Sache. Also ich kann dir sagen, ich kenne mich ein bisschen aus, was Essen angeht, weil ich gehe zwar wenig auswärts essen, aber ich kenne so die Preise, weil ich halt doch schon, wenn ich auswärts esse, dann gehe ich mal ein bisschen, ja, dann gehe ich an besseren Orten essen, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, das, was ich dort zusammen gegessen habe, ist für Schweizer Verhältnisse rund 100 bis 120, 130 Schweizer Franken, ja, für eine Person. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe mir zusätzlich zu dieser Dividende von 150 Franken, die ich jetzt heute bekommen habe, nochmal 130 Franken in Form von Essen reingeschaufelt. Und ja, ein cooles Event genießen können, tatsächlicherweise. Also es lohnt sich einfach mal eine zu besuchen und zu schauen. Vielleicht gefällt einem das ja und wenn es dann zeitlich passt, kann man immer wieder mal gehen, weil es ist kostenlos. Man wird eingeladen als Aktionär, wenn man im Namenregister eingetragen ist. Und ich wurde sogar von einem aus dem Finanzrudel erkannt, ja, von irgendjemandem, der war dort auch Aktionär und da gesagt, hey, du bist doch der Sparkojote, ich bin auch aus dem Finanzrudel. Und das fand ich dann halt auch, ich war übelst geflasht, ja, dass mich da jemand an der Generalversammlung, wo rund 80-90% der Leute sind im Alter von 65 und älter, ja. Weil wer hat Zeit tagsüber, Wochentag und wer ist Investor? Wahrscheinlich eher ältere Leute und das spiegelt sich dann auch dort. Also wir haben deutlich den Altersschnitt gesenkt. Ich mit meinen 22 Jahren, der Kumpel mit 23, also wir haben wirklich den Durchschnitt nach unten gesenkt. Autokorrektur. Da bist du schon auf dem Level von irgendeinem 70-Jährigen dann.
Das ist schon gleichbedeutend. Du hast schon genauso viel Zeit und Freiheit über dein Leben wie so ein Ja, Rentner. genau. Was ich aber ganz interessant gefunden habe, ich war ja eine Woche davor bei der Julius Bär als Gast, ja, und da habe ich sogar dieselbe Frau getroffen und wir haben auch mit dieser gesprochen und die geht vermutlich fast nur an GVs, ist heftig wahrscheinlich auch investiert in verschiedenste Unternehmen. Das finde ich dann ganz interessant, auch mit diesen Leuten zu reden, die halt schon seit X Jahren oder Jahrzehnten am Aktienmarkt sind, weil das sind dann, man sieht zwar nicht den Kontostand, aber man geht halt davon aus, du weißt halt nicht, vielleicht ist das gegenüber ein x-facher Millionär, aber du siehst es halt einfach nicht, ja. Und das ist dann auch nochmal Das ist ganz schon eine echt interessante Sache. spannend, ne? Ich meine, Ja. es könnte ja auch sein, dass du derjenige bist, der X Millionen da Ja. investiert hat, ne? Ja, Das weiß halt keiner so genau. also ganz interessant, ich habe ja heute eine Umfrage gemacht in der Stadt Zürich. Wir haben insgesamt 5 Leute konnten wir schlussendlich filmen, ja, von 30 Leuten, die wir angefragt haben. Und am Ende habe ich immer noch so eine Zusatzfrage gestellt, wie viel Nettovermögen oder Vermögen denkt ihr, habe ich, ja? Und viele Leute haben irgendwelche Zahlen gesagt und es ist ganz speziell, wie man sich das fast gar nicht drunter vorstellen kann. Es war, niemand hat was Richtiges geschätzt, es haben Leute zu viel geschätzt, aber die meisten haben zu wenig geschätzt, weil ich halt noch sehr jung bin. Und darum, man darf nicht aufs Äußere gehen, wenn es um solche Sachen geht, weil du weißt halt nie, wie viel das Gegenüber auf dem Konto hat, auf dem Depot oder so. Das kannst du praktisch gar nicht wirklich deuten, nur wenn du die Person siehst, weil ich bin meistens mit Hoodie unterwegs und Jogginghose und da werden die meisten oder die wenigsten denken, so ein 22-Jähriger im Hoodie und Jogginghose hat sechsstelligen Betrag als Vermögen. Ja, das ist halt Tatsache. Darum niemals ein Buch beim Buchrücken deuten oder wie man das auch immer sagt. Nee, aber auch nicht nach den, tatsächlich nicht nach den Klamotten, ne? Also nicht nach Genau. dem Alter und auch nicht nach den Klamotten. Genau. Also einfach nicht nach Die dem Leute, Äußeren. die sind so schlapprig und irgendwie unterwegs, so mit abgetragenen Sachen und die sind so ultrareich, ne? Also die haben es halt auch nicht nötig, irgendwie zu zeigen, dass sie reich sind. So, das ist auch ganz spannend. Wir haben noch vom Fabian, wenn Dividende ansteht, kaufen und danach verkaufen und zur nächsten Aktie hoppen. Sorry. Ach so, nee, also das mache ich definitiv nicht und davon halte ich auch nichts. Würstchen, was ist mit Würstchen? Also Hot Dogs mag ich. Ah, und Ja, vielleicht, Getränk. ob es Würstchen gab auf der Nee, Generalversammlung bei ach dir. so, das ist wegen Daimler, glaube ich, oder? Da musste Das doch die was? Polizei, ja, da, das habe ich auch gehört, dass bei der Daimler-Generalversammlung, da gibt es Streit unter Aktionären wegen Würstchen und Hot Dogs, und da musste die Polizei eingerufen werden, um da das Gott. Problem zu schlichten. Das war dann extrem, weil es zu wenig Würstchen gab. Ich muss ehrlich zugeben, also das Essen teilweise jetzt an den letzten 2 Generalversammlungen, wo ich gewesen bin, war für mich schon teilweise ein bisschen zu over the top, weil ich nicht so krass exquisite Sachen esse. Ich bin wirklich sehr simpel und ich mag simpler, ja. Es ist für mich dann auch leckerer und ich finde es dann teilweise auch schon nicht mehr so lecker für mich, weil ich das nicht gewohnt bin und auch nicht so So mein ein Geschmack ist. Kaviar oder so, Nee, kannst du damit was nee, 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 anfangen? nee, 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 nee. Also dann lieber so ein IKEA-Hotdog und dann feiere ich den ab für 1 Franken oder 1 Euro, ja. Oder Also, ein guter Burger, ein schöner guter Burger hausgemachter geht immer, Burger. genau. Ja. Oh, Nee, also genau. ich weiß nicht, ob ich Kaviar schon mal probiert habe. Ich wüsste wahrscheinlich auch nicht. Es sind Ich halt habe es mal Fischeier, ne? probiert. Wie schmeckt Fischeier nach Fisch? Ich habe es probiert in einem Yojis, das ist ja so eine Sushi-Kette und ich muss sagen, das ist nicht mein Ding. Nicht mein Ding, Kaviar. Der Müssen wir Thomas. zusammen irgendwann mal ausprobieren, Sparkoi, Definitiv, wir oder? sind ja in Berlin zusammen und in Riga, vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit. Genau. Der Thomas. Vielleicht servieren die Kaviar für uns. Der Thomas sagt noch, und Getränke kommen auch hinzu. Ja, Getränke, da trinkst du wirklich Kaffee, Wasser, Apfelsaft, Wein, alles Mögliche und so viel du willst halt. Ja, gab da Leute, die sind halb besoffen, ja, nach der GV nach Hause gegangen. Ohne Witz, ja. Also es ist halt nicht. Ja. Also nicht so extrem, Wir aber man hat gemerkt, die konnten nicht mehr gerade laufen, ja. Bin sind gerade erst rein. Warum sehe Leute. ich den Thomas nicht? Weil ich scheiß Internet habe. Ich würde es noch nicht mal unbedingt beschwören, dass es an deinem Internet liegt. Vielleicht ist es wieder irgendein Instagram-Bug. Ja, oder das. Da bringt man Auf sein jeden Dog. Fall lächelst du auf dem Bild, was stehen geblieben ist bei mir. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also grundsätzlich, du hast noch keine Generalversammlung besucht, oder?
Ich habe noch keine Hauptversammlung slash Generalversammlung besucht. Ist bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, wenn ich in US-Aktien investiert bin. Da müsste ich mir erstmal was Deutsches kaufen. Und dann könnte ich Und da einfach nur, um einfach mal teilzunehmen, ne? Müsste ich mir was kaufen. eine Aktie. Und dann zu einer Generalversammlung in Berlin oder so. Auch Ich da, wo es habe nicht mir so weit weg ist, damit sich das Essen auch lohnt, ne? Eine Aktie von Swissquote meinem Broker gekauft. Das hat mich 40 irgendwas gekostet, inklusive Gebühren. Und da ist es die GV jetzt dann im Mai, Mitte Mai am 10., glaube ich. Und das ist direkt mitten in der Stadt Zürich an der Bahnhofstraße im Park Hyatt Hotel. Das ist, glaube ich, so eine ganz bekannte Hotelkette. Und ich habe mir sagen lassen, das ist richtig ein Bomben-Event. Und das kostet mich im Prinzip diese 46 Franken. Und ich kann dort mich wahrscheinlich richtig vollschlagen und mir das mal anschauen, ja. Und dann immer noch entscheiden, ja, möchte ich mal langfristig gesehen mehr in das Unternehmen investieren oder nicht. Aber grundsätzlich ist es meiner Meinung nach, wenn es in der Nähe ist, ja, ich sage mir Zürich halt, Umgebung, wenn es da ist und das Unternehmen ich eh schon investiert bin, wieso nicht, ja? Und das Ja, ist klar. definitiv ganz geil. Ja, es sind echt auch geile Gespräche hier im Dividendendienstag. So gar nicht Dividenden, sondern kauf die Aktie und geh zur Ja, Generalversammlung und kannst richtig gut essen. also Also, ich habe mir auch du schon bist echt gut überlegt, in Sachwerten bezahlt. Flughafen Zürich habe ich mir auch sagen lassen, sei die Generalversammlung auch brutal übelst. Und da muss man auch nur theoretisch eine Aktie kaufen für 170 Franken, ja. Und dann kannst du dort auch zur Generalversammlung gehen, die ist auch direkt am Flughafen Zürich in so einem, auch so einem exquisiteren Hotel. Und ja, wieso nicht? Weil du kannst da wirklich jedes Jahr hingehen und rein theoretisch, ja, wenn du es wirklich durchziehen willst, kannst du auch jedes Jahr irgendwie einen Gast mitnehmen und der ist dann auch dort for free und isst halt. Und es ist wirklich richtig krass hochwertiges Essen, ja. Also da schlägst du dir den Magen einfach nur noch voll, weil du nicht mehr Hunger hast, sondern einfach, weil du richtig gerade Bock auf dieses Essen hast. Jetzt nicht nur in Unternehmen investieren wegen der GV, aber es ist dennoch irgendwie ein lustiger Ansatz oder ein interessanter Ansatz, wenn man sich sagt, hey, ich will jetzt einfach nur jedes Jahr an diese GV, weil ich das einfach das Event cool finde. Und das Interessante dabei ist ja, du kannst dich sehr gut mit Leuten austauschen, die vielleicht das schon erreicht haben, was du erreichen willst, weil sehr viele Leute, die halt an diesen GVs sind, ja, sind entsprechend auch vielleicht etwas wohlhabender oder vermögender. Das weißt du ja nicht. Und das ergibt sich dann immer wieder bei solchen Gesprächen. Und ist halt immer ganz interessant, weil die Leute halt vor allem, wenn du jung bist, gar nicht denken, dass du Investor bist, sondern irgendwie Lernender bist, der hier eingeladen ist für diesen Firmenanlass. Ja, das gab es natürlich auch. Sehr viele Lernende von den jeweiligen Betrieben oder Schulklassen wurden da eingeladen. Haben wir zumindest auch gesehen an beiden Generalversammlungen, dass die dort einfach sein können, um das mal anzuschauen. Ja, auch ganz interessant. Als nächstes kommen irgendwelche Anfragen, dass wir doch mal bitte so eine Zusammenstellung machen sollen, welche Aktien man kaufen muss, damit man jeden Tag im Jahr ein Essen umsonst Ja. bekommt bei einer Generalversammlung, Ich muss ehrlich sodass zugeben, man jeden Monat Dividende ausgeschüttet bekommen will. ich So. überlege mir schon ehrlich gesagt, ob ich das nicht für Zürich machen soll, speziell. Sprich, wenn du Zürcher bist oder in Umgebung Zürich wohnst, welche Unternehmen lohnt es sich, ja, die eine Aktie zu kaufen und sie eintragen zu lassen, damit du halt immer so eventmäßig immer was los hast, wenn du gerade Zeit hast und irgendwie dir ein geiles Event gönnen willst und halt das relativ günstig jedes Jahr machen kannst, weil du kaufst die Aktie einmal und theoretisch, ja, wenn das Unternehmen noch 100 Jahre existiert, dann gehst du 100 Mal an die GV mit deinem Initialinvestment von zum Beispiel 45 Franken. Ja. Und Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Das muss man sich mal im Kopf behalten. ja. Genau, der Stefan sagt es auch schon. Also für die Umgebung lohnt sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und darum habe ich jetzt in Zukunft so ein bisschen Ausschau nach Unternehmen, die in Zürich die Generalversammlung halten und einfach eine Aktie ich kaufen will. Vielleicht finde ich es ja auch einfach interessant. Ja, es kann ja dann auch sein, dass mich dann genau die Generalversammlung dazu verleiht, hey, das Unternehmen ist doch ganz interessant. Ich schaue es mir dann genauer an, ja, und finde, dann ist es ein Investment wert. Und dann bin ich auf einmal wirklich richtiger Investor, nicht nur mit einer Aktie, sondern halt mit einem signifikanteren Betrag, ja, und man sollte ja nichts ausschließen und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um halt auch so ein bisschen mehr über ein Unternehmen zu erfahren oder über den Vorstand des Unternehmens, ja. Weil der Vorstand des Unternehmens ist natürlich an der Generalversammlung und hält diese ganzen Reden und so weiter. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil der Vorstand ja wirklich sehr viel Einfluss darauf hat, wohin das Unternehmen geht, ja. Da sieht man auch so ein bisschen, wie diese ganzen CEOs ticken oder Präsidenten aus dem Vorstand und so weiter.
Und dann sieht man die auch mal live, ja, weil sonst sieht man die vielleicht gar nie oder nur aus Texten von Investment oder Investors Relation und so weiter. Und das ist auch mal wieder so ein Unterschied, ja. Und ich finde das ganz interessant. Noch eine weitere Taktik, um für sich vielleicht herauszufinden, ob die Aktie was für einen ist, ne? Erstmal eine Aktie kaufen, dann zur Generalversammlung gehen, sich die Leute da vorne auf der Bühne mal genauer anschauen und dann entscheiden, ob die was taugen oder nicht. Ja, und dann kann man eben nachfolgende Recherchen machen, weil ich sage es jetzt mal so, wenn ich jetzt eine Aktie von einem Unternehmen kaufe, für 100 Franken zum Beispiel, ist jetzt für mich gesehen nicht kein großes Investment, sondern eher so eine Spielerei. Wenn ich danach aber sehe, hey, das Unternehmen gefällt mir irgendwie auch, wie die Generalversammlung, die Leute, die also die die Vorstände gewesen sind, ich schaue mir jetzt das Unternehmen genauer an, ich schaue mir die Zahlen mal an, ich schaue mir andere Kennzahlen an, ich schaue mir, wie das Businessmodell ist und so weiter. Und dann hat man schlussendlich vielleicht durch die Generalversammlung ja indirekt jetzt ein Investment nachher getätigt, was man vorher nicht gemacht hätte, weil man das Unternehmen gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Das ist so auch ein bisschen, was möglich sein kann. Und auf jeden Fall, der Stefan schreibt ja auch nochmal, genau, das Networking und Connecten, das ist, denke ich mal, ganz interessant, vor allem eben mit Leuten, die halt schon, sage ich jetzt mal, im fortgeschrittenen Alter sind, die wissen halt auch so ein bisschen, ja, mehrere Crashes erlebt und die investieren teilweise halt schon seit 30, 40 Jahren und die haben halt wirklich viel Wissen, das sie halt teilen können oder auch wollen, ja, die sind ja ganz gesprächig, die Leute dort, musste ich auch feststellen, spätestens nach einem Gläschen Wein, ja, kennt man ja, dann wird geredet und da gibt es interessante Inputs und ja, also es sind wirklich immer wieder dieselben Leute, die man da tatsächlich trifft. Ich fand es alleine schon ganz interessant, dass ich dieselbe Frau eine Woche später an derselben also an einer anderen Generalversammlung getroffen habe und wir da nochmal ein kurzes Wörtchen geredet haben. Das fand ich dann auch schon eindrücklich tatsächlich. Nächstes Jahr sieht man sie vielleicht auch nochmal, ja? Weiß man ja nicht. Ja, und das ist ganz interessant. So eine Investorenfamilie. Ja, ist wirklich so. Und es waren über 1000 Leute dort, ja, an der Generalversammlung. 1200. Wir gucken, man könnte auch irgendwie eine Plattform machen, wo man Eintritt, Tickets verschenken kann. Brauche die meistens also, nicht, weil sie zu weit weg sind. Aber wenn wer anders das, gehen will, könnte er meine Tickets ab. Das kann man machen. Du musst im Prinzip unterschreiben und die andere Person auch und dann wirst du vertreten von dieser Person. Das würde theoretisch gehen. Aber grundsätzlich eine Aktie kaufen, dann um so an so eine GV zu gehen, ist ja kein Problem. Dann kauft man eine Daimler-Aktie für, ich weiß nicht, wie viel Euro die kostet, aber ist ja nicht so teuer. Und wenn dann du wirklich nur, du willst nicht ins Unternehmen investieren, sondern nur an die GV gehen, wegen den Würstchen oder den Hot Dogs, dann, ich meine, Daimler wird wahrscheinlich nicht in den nächsten 10, 20 Jahren pleite gehen. Und wenn doch, ja, fuck it. Aber ich glaube jetzt eher mal nicht. Und wenn das so ein krasses Event ist, Wahrscheinlich nicht, aber die straucheln schon. Also die haben wahrscheinlich einiges zu tun jetzt mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Ich denke, da ist einiges in Gang. Die müssen sich neu orientieren. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass die in naher Zukunft gehen werden. Ja, dann hat man halt eine Aktie gekauft, die eingetragen und kann jetzt jedes Jahr, wenn es zeitlich passt, an so ein Event gehen. Und man hat kostenloses Essen. Man kann allenfalls die Freundin noch mitnehmen, ja. Sich irgendwie den Bauch vollschlagen dort, was auch immer. Also es ist ja meistens so, dass, das wusste ich vorher nicht, es gibt den trockenen Teil, ja, das ist dann wirklich eben, wie schon gesagt, das Abstimmen, die Zahlen und alles, aber davor und danach ist der ganze Spaß und ich sag's jetzt mal so, der mittlere Teil, der langweilig ist, geht so 1 bis 2 Stunden und vorher und nachher hast du insgesamt irgendwie 4 bis 5 Stunden, je nach Generalversammlung. Da bist halt nur mit Leuten am Reden, je nachdem, was sie halt aufgebaut haben für eventtechnische Dinge oder Sachen zum Anschauen. Ja, das ist wirklich eine Experience an sich. Das bauen sie extra so auf, dass es eine Experience ist und nicht nur ausschließlich für diese Generalversammlung an sich, wo man halt halten muss, um die Zahlen und so weiter zu teilen. Genau. Ja, Zahlen muss man mal halt durchgehen und dann kann man zum schönen Teil übergehen und essen und sich unterhalten. Genau. Ich würde sagen, ist doch ganz normal. Wir schließen langsam ab. Wir haben jetzt die halbe Stunde Marke und ich hoffe, ich kann diesen Livestream nachher auf YouTube hochladen und das funktioniert alles. Schauen wir mal, ne? Ich bin auch gespannt. Weil das bei mir dreht sich immer noch der Kreis bei dir. Vielleicht geht das ja nachher und wenn nicht, dann scheiße. Dann shit happens. Ey. Aber jetzt wird das Video demonetarisiert, Meister. cool. Von dir jetzt noch Schlussworte, letzte Worte, wie immer.
Zum Thema Generalversammlungen, danke. Präsidenten, Hauptversammlungen. Ja, super, super, dass du auf der GV warst und uns und die Erfahrungen mit uns teilst. Das bringt uns natürlich allen was. Da haben wir alle deinen Spaß dran. Ich denke mal, nächstes Jahr hast du auch mindestens eine GV besucht. Auch ja, schauen wir mal. Nur so aus Interesse, dann siehst du halt mal wirklich, wie geil das eigentlich ist, das eigentlich, Event. Eigentlich müsste es mal sein. Gut. Eigentlich müsste ich das echt mal tun. Also du hast recht. Als Investor, klar. Du hast ja so recht. Also noch kurz zusammengefasst, Dividendensaison hat begonnen, April, Mai, Juni. Wird wohl für die meisten, die in Schweizer und deutschen Aktien investiert sind, wirklich dividendenprächtig sein. Der DAX, hast du gesagt, hat wieder Rekordhöhe, mehr Dividenden denn je, die ausgezahlt werden. Also sehr, sehr positiv das Ganze. Ich bin froh, dass wir da halt auch die Dividendenstrategie zum Großteil verfolgen. Dann Generalversammlungen, aka Hauptversammlungen bei euch. Interessante Sache, um das mal anzuschauen, einfach mal mindestens einmal im Leben zu besucht haben, dass man gesehen hat, hey, wie funktioniert das, wie läuft das, ist auch ein Erlebnis an sich. Wenn es danach einem nicht passt, hat man es gesehen und dann muss man auch keine mehr besuchen und an sich eine super coole Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine